Hallihallo und willkommen zu einem neuen Player Review. Ja, heute mal wieder ein Team of the Season Spieler aus dem aktuellen oder für euch wahrscheinlich schon nicht mehr aktuellen Team of the Season. Und zwar das gerade vorhandene League einer Team of the Season. Und da hat ein Spieler, abgesehen von Ibra, natürlich deutlich ausgereicht für mich. Und das war Team of the Season James Acker James, so wie ich es gehört habe, es heißen soll. James Rodriguez. Ja, überragende Karte. 4 Sterne Skill muss, 4 Sterne Wickfoot, Linksfuß, 10 Spiele, 11 Tore, 7 Vorlagen, 84 Tempo, 90 Schuss, 94 Passen, 94 Dribbling. Wow. Wow, wow, wow. Ich habe die Werte gesehen, dachte mir, egal wie viel teuer der ist, den musst du ausprobieren. Da gibt es gar keine zwei Zweifel. Haben wir zusammen mit dem jungen Herrn natürlich spielen lassen mit Falcao. Und wir sehen die Werte und ich muss eigentlich gar nicht alle vorlesen. Er hat in jedem einzelnen Schuss, Pass oder Dribblingwert, der annäherndweise wichtig ist, über 90. Es ist unglaublich. Unglaubliche Werte. 281 Stärke, 99 Reaktion, 86 Übersicht, 88 Aggressivität und ja, wie gesagt, in allen Werten, die irgendwie relevant sind für einen Spieler solcher Position, über 90 in der Wertung. Und ich würde auch ein bisschen aufpassen an eurer Stelle, diesmal auf dem Bildschirm. Da sind einige Tore dabei. Ja, das sind schon absolute krasse Dinger, die ich da mit ihm getroffen habe irgendwann. Ich habe ein bisschen gebraucht in den ersten Spielen, so halbwegs zu verstehen, wie letztlich Rodriguez funktioniert, wie man spielen muss, aber er ist einfach ein sensationeller Zehner. Also wir hatten ja letztens schon Man of the Match Snyder, wo ich gesagt habe, er könnte wahrscheinlich mein Lieblingszehner sein in diesem Spiel, und ja, Rodriguez macht ihm aber auf einmal natürlich jetzt ganz schön Druck, kann ich sagen. Also Pässe, wie ihr seht, alle immer sehr, sehr punktgenau, also für einen Zehner wieder sehr, sehr schön. Ähnliches Passspiel wie Snyder, wo ich Snyders Pass wahrscheinlich ein bisschen besser fand, so letztlich. Ja, ansonsten hat er 84 Tempo, damit ist er schneller als Snyder auf jeden Fall schon mal. Und das merkt man auch, Rodriguez ist wirklich schnell. 81 Stärke, er ist wirklich, wirklich stark. Also kam mir sogar, hier ist das Tor, wo ich gemerkt habe, oh, Rodriguez hat auch einen ganz ordentlichen Schuss auf jeden Fall. Ja, also vergleichbar mit Snyder ist der Schuss in meinen Augen schon. Ich kann einfach nur zwei Schlüsse ziehen, weil die schon relativ ähnliche Spielertypen ja sind. Rodriguez ist größer, ist stärker, und diese 81 Stärke kam mir eigentlich echt stärker vor. Er hat sich schon fast angefühlt so wie 85 bis 90 Stärke. Also war wirklich sehr, sehr schwer vom Ball zu trennen. Und er hat auch öfter mal die Gegenspieler einfach wegschieben können ohne Probleme. Das ist übrigens, in dem Spiel habe ich das Tor geschossen, dann dachte ich hier kurz, oh, das Spiel hat sich aufgehängt. Aber trotzdem Freistoß geschossen und plötzlich, zack, perfekter Freistoß. Er hat natürlich auch in allen Freistoßwerten über 90, wie ihr gesehen habt. Also ein Spieler, mit dem man unfassbar viel Spaß hat, wenn man mit ihm spielen kann. Der war perfekter Freistoß. Haargenau setzt sich das Ding an den Innenpfosten und geht da nochmal rein. Also wunderbar Effekt. Und dann zack, passt das Ding hier mal eben perfekt. Ja, ihr seht dann ansonsten natürlich hier noch ein paar Clips. Wie gesagt, der Schuss. Snyder Schuss weiß nicht, ob der nochmal so erreichbar ist. Ich weiß nicht, was da genau der ausschlaggebende Punkt ist, aber Snyder Schuss hat einfach irgendeine Kraft gehabt, die ich nicht ganz sagen konnte, die ich bei irgendeinem anderen schon mal gesehen habe. Aber Rodriguez Schuss hat dafür eine ganz, ganz andere Flugbahn und ist trotzdem mindestens mal genauso gefährlich wie der von Snyder. Hat ja auch mehr Schuss oder ähnliches, irgendwie sowas. Und ja, also ich kann nur sagen, ich bin mehr und mehr als positiv überrascht von dieser Karte, denn ja, die Team of the Season Karten waren meistens geil, aber keiner konnte jetzt sagen, ah, das war so eine Karte, die ich mir auf jeden Fall noch mal kaufen würde. Aber Rodriguez, glaube ich mal, ich habe ihn ja ausgeliehen bekommen von mit einem Hunter Run wieder. Ja, das ist übrigens auch eine ziemlich geile Vorlage, wie ich finde. Hier der Zack, der Lupfer, perfekt auf Falcao, wunderschönes Ding. Ja, also ich werde mir Rodriguez wahrscheinlich nochmal kaufen. Allerdings werde ich hier kurz ansagen müssen. Normalerweise ist es so, dass ihr jedes Jahr am Ende von den Team of the Seasons nochmal ein Team of the Season released, wo es darum geht, dass nur die besten Spieler nochmal in den Packs sind. Das heißt, alle Spieler, die um die 90er-Wertung drum sind. Deswegen würde ich persönlich behaupten, Rodriguez kriegt hier von mir absolute Kaufempfehlung. Unfassbar geiler Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass sein Second und sein Third in Form, die ja auch beide in der Mitte angesiedelt sind, also er muss auf jeden Fall in die Mitte, er kann nicht auf Außen spielen. Natürlich kann er das wahrscheinlich schon, aber in der Mitte ist er einfach am besten aufgehoben. Ja, dass sein Second und sein Third in Form nicht allzu schlecht sind, aber ich kann nur sagen, diese Karte hier, die hat auch einen sensationellen Abschluss. Er ist schnell, er ist stark, er hat 4 Sterne Skill Moves, 3 Sterne Weakfoot oder 4 Sterne Weakfoot, eins von beiden.
Aber wenn ihr euch den Fuß auf Schuss auf links legt, dann ist da eh schon das da Ganze gegessen, ganz ehrlich. Von daher, ja, den rechten braucht ihr gar nicht. Und von daher kann ich ihn nur mit besten Dingen empfehlen. Er kann alles, er kann passen, er kann schießen, er kann dribbeln, sensationelles Dribbling. Skill Moves, Tempo, Stärke, Freistöße, Standards, generell alles, was ein Zehner mitbringt, das ist James Rodriguez. Und ja, deswegen von mir absolute Kaufempfehlung, auch für den Preis. Ist auch nicht so teuer, wie man es für eine 90er-Karte vermuten könnte. Vor allem dann einfach die Partnerschaft mit Falcao. Das ist vielleicht das geilste Tor, das ich mit ihm geschossen habe. Einmal übergelupft und dann Volley direkt am Arm in einen unfassbaren Winkel das Ding reingesetzt. Wunder, echt geiles Tor, wie ich finde. Und ja, von mir also absolute Kaufempfehlung. Und wenn es euch gefallen hat, die Bewertung von euch freuen. Wie gesagt, mit VK-Partnerschaft war überragend. Ich würde aber warten, ob es wieder so ein Team gibt, wo am Ende einfach nochmal die Besten drin sind. Dann dürfte sein Preis nochmal ein bisschen fallen. Und dann müsst ihr euch den auf jeden Fall kaufen. Wenn es euch gefallen hat, Bewertung von euch freuen. Und dann bis zum nächsten Mal.